Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Jen. Wir sind jetzt hier vor dem Lager der Deutschen. Und die feiern da drin eine Party. Die Baracke der Wachen. Schön. Die scheinen da drin zu feiern. Gut für mich, wenn sie ihre Pflichten nicht so ernst nehmen. Okay, was sind wir denn hier? Keine Ahnung, woher diese Löcher stammen. Sind die gelb? Ich kann nicht einfach durchs Tor ins Lager marschieren. Es sind bestimmt nicht alle Soldaten so unaufmerksam wie die Wachen hier draußen. Na gut. Die muss man anziehen. Die Ladefläche ist verschlossen. Schade. Ja, genau. Wenn man das nämlich vor einem Tor oder einer Mauer singt, dann fällt das ganz von allein. Habe ich in Geschichte gelernt. Ja. Der LKW, dem Kim und ich gefolgt sind. Okay. Was gibt's denn hier noch? Oh, ein Warnschild. Was steht? Mal schauen, was da drauf steht. Da? Huch! Ja, war klar. Game over. Ja. Ah, nee, doch nicht. Zum Glück sind wir ja unsterblich. Na, Gott sei Dank. Potzblitz. Zwei Bruchlandungen an einem Tag. Schlechtes Karma. Zum Glück ist wieder nichts Schlimmes passiert. Naja. Einige meiner Ausrüstungsgegenstände sind bei dem Sturz verloren gegangen. Da war aber knapp hier, ne? Mal sehen, wie ich hier wieder rauskomme. Fenton, kannst du mich hören? Aha. Ja. Kim? Verdammt, ich hab doch gesagt, du sollst warten. Weib. Nie. Lass dir aber auch nie auf das... Nein, Kim! Nein! Kim. Sag mal. Nein. Spiel bitte nicht schon wieder den Helden. So wie es aussieht, wirst du wohl oder übel meine Hilfe brauchen. Oh nein. Na schön. Aber pass auf, dass sich niemand sieht. Mach ich, keine Angst. Wie sieht's denn da unten aus? Kommst du irgendwie wieder nach oben? Durch den Tunnel nicht. Ich bin fast 10 Meter nach unten gerutscht. Hm. Aber hier sind ein paar Gänge. Vielleicht... Also. Psst, sei mal still. Kim? Okay. Wieso, Kim? Kim, wieso soll ich hier halten? Kim? Sag doch was. Kim, du da hinter dem LKW. Ach so, erstmal hier Fässchen Bier und so. Oh, krass. Nur die wichtigen Dinge. Das Altbier wahrscheinlich, ne? Ja, keine Ahnung. Kann alles Mögliche sein. Deutschland hat ja jede Menge Biersorten. Tja, gucken wir mal. Jetzt ist der LKW wenigstens auf. Vielleicht ist da ja irgendwas Nützliches. Zeitung. Kim, ja. Alles in Ordnung? Ja, die Luft ist wieder rein. Ich schaue mich hier oben mal ein wenig um. Vielleicht finde ich was, das dir da unten hilft. Ja, vielleicht. Gut, aber pass auf dich auf. Genau. Ja, doch. Ja, doch. Oh Mann. Wer ist jetzt in ein Loch gefallen? Ja, genau. Wer war hier unvorsichtig? Falls ich noch mehr brauche, weiß ich ja, wo ich sie finde. Sehr schön. Zeitung. Kiste. Schauen wir mal, ob was Brauchbares dabei ist. Aha, ein Topf. Und? Klebeband? Und? Ein Ding. Ein Kocher. Kocher. Stimmt. Ist noch ein Warnschild. Was steht denn da? Das hier sein Zweck ja sowieso nicht erfüllt. Nehme ich das mal mit. Ach, schön. Ja, kann man ja mal machen. So, was haben wir denn? Schöne Dinge. Die hat man Sachen zu unserem Feuer machen. Ja, das gibt es ja nicht noch so. Also du hast auch die Baracke. Die Baracke der Wachen. Ja, genau. Und hier, guck dir nochmal die Löcher im Schnee an. Keine Ahnung, woher diese Löcher stammen könnten. Jetzt weiß ich's. Es sind glühende Zigarrenstummel, die im hohen Schnee verschwinden. Können wir die irgendwie auffangen? Zeitung. Mit dem Schild. Ja. Ganz logisch. Ganz logisch. Halten wir einfach drunter. Dann. Der nächste Zigarrenstummel ist mein. Wofür auch immer wir den so brauchen. Was sagt man dazu? Super. Ja, ich glaube, es läuft wieder so, dass wir dem Fenton das wieder geben müssen. Achso. Zuwerfen. Doch, ich gebe dir mal was. Hier hast du was zum Lesen. Kann was länger dauern. Lies mal was. Es ist nicht so, dass es ein bisschen dauern kann. Aber hier hast du was zum Lesen. Hier hast du was zum Lesen. Der Topf ist so. Okay. Pass auf. Pass auf. Zurücktreten bitte. Jetzt sag sie doch Bescheid. Jetzt sag sie die Warnung. Beim Autofahren war einfach so werfen. Der wird schon. Geh in Deckung, beim Schießerei. Jetzt kommt was Schweres. Achtung!
sind jetzt noch was zum Bauen. Achtung, da unten! Das Schild auch. Es ist zu groß und passt nicht durch den Eistunnel. Es würde die einzige Verbindung zu Fenton verstopfen. Oh nein! Okay. Und die Unterlagen? Ja, die behält sie lieber. Alles klar, dann wechseln wir mal zu Fenton. So, was hat er denn hier? Hier hat er Eisbrocken. Ich nehme nur ein paar von den kleineren Eisbrocken mit. Die großen sind mir zu schwer und zu kalt. Ach, stellt sich hier drauf an. Meine Schlucht. Keine Chance. Die Spalte ist so tief, dass ich nicht mal den Boden erkennen kann. Gut, vielleicht kannst du mal in eine der Höhlen gehen. Gucken, was passiert. Na gut, ich werde mal mein Glück versuchen. Vielleicht finde ich ja einen Ausgang. Ja. Zurück. Ja. Die Gegend kommt mir irgendwie bekannt vor. Mist, so finde ich hier nie raus. Ohne Orientierungsmöglichkeit verlaufe ich mich hoffnungslos in diesem Wirrwarr von Gängen und Spalten. Ich habe aber einen schwachen Luftzug gespürt. Irgendwo muss es also eine weitere Öffnung geben, durch die ich vielleicht nach draußen kommen kann. Achso, ja, vielleicht können wir gucken, irgendwie mit Feuer machen muss. Ich leg mal ein paar Eisbrocken in den Kopf. Was? So, immer. Genau. Egal. Genau. Stimmt. Der Rauch zeigt mir vielleicht den Luftzug an und weist mir so einen Weg nach draußen. Leider ist nur noch ein kläglicher Rest von Zigarrenstummel übrig. Viel Rauch kommt da nicht raus. Aber vielleicht... Ja, wir haben ja noch die Räucherstäbchen. Die Zigarre glimmt nur noch. Das, das reicht nicht. So ein Kocher mal. Ich zünd den Kocher mal an. Das macht doch keinen Sinn, mit dem Stummel kein Räucherstäbchen anmachen zu können, aber den Kocher schon. Physik. Nun raucht und stinkt es wieder. Das ist Physik. Okay, Räucherstäbchen. Okay, ich stell mich mal in die Mitte des Raumes und schau, durch welchen Gang der Rauch abzieht. Hui. Ah, da waren wir doch eben. Na bitte, wer sagt's denn? Wir waren die ganze Zeit richtig. Eigentlich schon, ja. Hm. Ja gut, dann gehen wir doch da mal lang. Igitt, was stinkt denn hier so? Müll. Bauschutt, Holzreste und Müll. Ja, nichts super. Brauchbares dabei. Außerdem ist das meiste festgefroren. Schön. Ich muss mich direkt unterm Lager befinden. Die Deutschen werfen ihren Müll in diese Höhle. Ah ja. Dieses Messer. Hey, ein Taschenmesser. Schön. Leider sind die Klingen abgebrochen. Ah. Natürlich, sonst hätte man es wohl nicht in den Müll geworfen. Aber immerhin ist der Korkenzieher noch dran. Na gut. Da komme ich nicht hoch. Vielleicht können wir uns wieder irgendwas basteln. Zum Beispiel... Nein. Nein. Warte mal. Vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen. Ich meine, mich nämlich erinnern zu können, dass... Guck dich noch mal um hier oben. Ach, guck mal. Hier ist nämlich noch eine Kordel. So. Oh Mann. Sowas hatte mir gefehlt, so ein Seil oder so, weil... Na, wenn man hochklettern ja. muss. Das ist die typische Sache, die 3 Monate dauert, bis man das wieder findet. Das Fenton sagte, dass er fast 10 Meter durch einen Tunnel nach unten gerutscht ist. Die Kordel ist also viel zu kurz, um Fenton wieder nach oben zu holen. Ich werde sie zu ihm runterwerfen. Ja. Vielleicht kann er ja was damit anfangen. Ja, Vorsicht, Fenton, ich werf was runter. Vorsicht mit den Kordeln. Und ab in den Schlucht. Die Kordel lässt sich prima am Schlittenhorn befestigen. Wunderbar. Ist das. Genau, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Und dann hoch. Hoch. Ich kann den Haken nicht durch die Eisschicht werfen. Eine Eisschicht zu suchen. Verschmelzen. Ja. Könnte klappen. Ich mache hier unten ein Feuerchen und da oben schmilzt die Eisschicht das weg. Wäre schön. Dann muss ich nur noch irgendwie darauf kommen und alles ist im Lot. Der Müll ist dummerweise extrem durchgefroren. Und lässt sich durch die kleine Flamme des Benzinkochers nicht entzünden. Na gut, dann machen wir hier ein bisschen Zeitung drauf. Ja. Ich lege ein paar Seiten hier oben zwischen die Holzreste. Genau, dann zünden wir das an. Die Zeitungen brennen und werden hoffentlich auch noch den restlichen Müll in Brand stecken. Mal sehen, ob das die Eisschicht da oben zum Schmelzen bringt. Die obere Müllschicht brennt zwar ganz gemütlich vor sich hin, aber das Feuer will nicht so richtig in Gang kommen. Auf die Art hat das Eis dort oben jedenfalls in 100 Jahren nicht.
Ich sollte meinen Plan vielleicht mal überdenken. Genau, wir haben ja diese Eisbrötchen hier in den Topf getan. Dann können wir das vielleicht auch nochmal hier schön dichten. Gut, ich klebe den Deckel mit dem Dichtungsband fest auf den Topf. Okay, dann packen wir mal den Topf da drauf. Okay, einen Versuch ist es wert. Tibet, unterirdische Höhle. Ein Kessel mit Eis wird befeuert. Das schön. Schmilzt. Soweit keine Überraschung zu Beginn des Experiments. Übergang zur Phase 2. Das Schmelzwasser beginnt zu kochen. Achtung, der Dampf schießt aus dem Loch im Deckel. Aber leider nicht hoch genug. Das ist irgendwie doof. Und was lernen wir daraus? Wasser verhält sich bei Zuführung von Wärme immer gleich, ob in Tibet oder Ipswich. Das ist ja interessant. Okay, traurig. Das hat wirklich so richtig... traurig ist das. Nicht so richtig gut funktioniert. Mal schauen, ob sich der grobe Klotz bearbeiten lässt. Schade. Da am Taschenmesser nur noch der Korkenzieher zu gebrauchen ist, konnte ich lediglich den Asteinschluss rausziehen. Ja, aber dann können wir mit dem Korken das nochmal kurz. Gut, ich habe den Bolzen fest ins Loch im Deckel gesteckt. Dann vielleicht explodiert ja was. Mal gucken. Mal schauen, was jetzt passiert. Ja, kann alles passieren. Sollte aber nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber egal. Er macht es. Schon mal ein gutes Zeichen. Wir beobachten das auf sichere Entfernung. Oh, wow. Okay. Nicht schlecht. Die praktische Seite der Physik. Science, bitch. Jetzt, beeindruckt bin ich. Ja. So einigermaßen, ja. Ja. Jetzt gut sehen. Brauchen wir nichts auszuprobieren und zu wissen, dass das nicht klappt, aber. Ja, hier funktioniert für es. Für unsere Zwecke. Für unsere Zwecke ist das vollkommen ausreichend. Guck mal, jetzt klettern wir da hoch. Yeah. Yeah. Jetzt sind wir also drin. Ja, wir sind in den Das muss das rein. Zelt sein, das ja. wir von oben gesehen haben. Hoffentlich ist der englische Soldat noch immer dort. Das hoffe ich auch. Okay, was haben wir denn hier? Ach so, da. Eine Kiste. Mal sehen, ob ich was davon brauchen kann. Hier ist eine Handgranate. Oh. Wahrscheinlich ein Blindgänger. Okay. Och, nimm mal mit. Was gibt's hier noch so? Eine Tür. Verschlossen. LKW. Der könnte noch nützlich sein. Aber erst muss ich mich um andere Dinge kümmern. Ja, gut. Na gut. Ein Generatorhäuschen. Dem Motorengeräusch und dem Geruch nach zu urteilen, befinden sich in diesen Hütten Dieselgeneratoren. Ah, verstehe. Noch eine Tür. Können wir da rein? Verschlossen. Nein, können wir nicht. Ah, Heinz ist da. Ah, deutscher Soldat. Er scheint den LKW zu reparieren. Ja, mhm. Mit dem Schweißgerät. Ein transportables Schweißgerät. Schön. Und ein Werkzeugkoffer. Weiter sollte ich nicht gehen. Der Arbeiter dort könnte mich sehen. Und dann hat der Spaß ein Loch. Der Spaß hat ein Loch? Irgendwie Porno an. Guck mal, eine Lüftung. Ich kann das Lüftungsgitter nicht öffnen. Das ist schade. Können wir das vielleicht mit dem... Oh, eine Handgranate. Damit bekomme ich das Lüftungsgitter nicht ab. Ja, Handgranate? Nein, macht der nicht. Okay, also ins Zelt kann ich wahrscheinlich auch nicht einfach so... Kannst du Eis da reinschmeißen? Echt? Nein, kann ich nicht. Das anzünden? Nein, kann das, ich das hat keinen... Ja, oder wir müssen doch nochmal irgendwie... irgendwas holen, was... Nur das warme Wasser. Ja, vielleicht. Ah, hier ist der Topf. Können wir den wieder mitnehmen? Au, 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 au. Heiß. Das geht nein, also. Nein und nochmals nein. Aber es ist so schön warm. Ich bring's mal mit. Okay, ja, vielleicht mit dem Topf. Wobei, der hat schon eine Leiter in der Hose gehabt. Ja, da wundert mich gar nicht. Ach, guck mal, das macht der tatsächlich. Ich kann das Lüftungsgitter nicht öffnen. Mach's doch. Das Wasser würde einen Kurzschluss verursachen. Ja, das wollen klingt wir vielversprechend. Ja, das klingt gut. Mhm. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder. Och man. Kann man nicht mehr in Ruhe schweißen hier. Vielleicht der Generator? Mhm. Okay. Und was nun? Leider wird er da nicht ewig drin bleiben. Die Tür zu? Okay, mit dem Hölzchen das verstopfen. Was ist denn jetzt los? Hallo? Ja, genau. Hilfe! So war das gemeint. Wir haben ja immer eine Rattenfalle bauen müssen, ne? Jetzt natürlich. Das im größeren Stil. In der anderen Hütte so laut, dass sie niemand schreien hört. Ah. Schweißgerät. Ein transportables Schweißgerät. Schön. Werkzeugkoffer. Vielleicht können wir
Geht nicht auf. Der Deckel scheint sich verklemmt zu haben. So? Aufheben? Der Korkenzieher eignet sich leider überhaupt nicht dazu, den verkeilten Deckel aufzuhebeln. Handgranate? Schade. Handgranate ist immer die Lösung. Die kannst du hier in Zirkuszell einfach reinschmeißen, die Handgranate. Ja, vielleicht ist da jemand drin, den wir retten wollen. Also ich frag dich jetzt nochmal. Oh, wie nein. Ist es dem Mönch und deinem Leutnant gelungen, aus dem Kloster zu entkommen? Welche Geheimtür haben sie benutzt? Wir können das Spielchen noch tagelang so weiterteilen. Ich habe hier hunderte von diesen Schalten. Bitte mit der Musik gefoltert. Ich hab schon. Sonst würdest du ja nicht zu beharrlich schweigen. Du wirst mit der Musik gefoltert? Ja. Falls es dir zu leise ist. Das ist auch eine hübsche Idee. Ich würde die Lautstärke auch gerne noch etwas aufdrehen. Oh Gott, das ist Thomas. Das ist der Vogel. Thomas Finch. Er ist Offizier in Richards Einheit. Oh nein. Ich kenne ihn noch aus meiner Dienstzeit in Hongkong. Er wird offensichtlich mit deutscher Musik gefoltert. Wie über diese Kopfhörer auf ihn eindröhnt. Schrecklich. Schrecklich. Wenn seine mit Wache Kopfhörer nicht oder? Ja. Wäre, damit würde ist ich ihm sofort richtig. Selbst den Marsch blasen. Aber da ich meinen schwarzen Gürtel vergessen habe, muss ich wohl subtiler okay. vorgehen. Im direkten oh Vergleich mit dieser Kampfmaschine ziehe ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den kürzeren. Wahrscheinlich. Okay. Zelthaken oder sowas. Okay. Okay, was haben wir noch? Schallplatten. Ich komme nicht hin, ohne dass Herr Schlag mich tot mich sieht. Er schlag mich tot. Ich komme da nicht hin, ohne von Max Schmelings großen Bruder gesehen zu werden. Alles klar. Ja, das soll vielleicht leider gehen. Aber vielleicht können wir mit dem Hering dann den Werkzeugkoffer aufkriegen. Könnte ja sein. Ja, damit kann ich den Deckel etwas nach oben drücken. Mal sehen, was ich durch den entstandenen Spalt rausholen kann. Din, din, din. Aha, Schraubzwinge oder was? Kleber. Kleber vielleicht, ja. Und Papier. Hä? Das ist ein Werkzeug. Ja. Kinderwerkzeug. Sägeblatt mit Schutzhülle. Ich hole das Sägeblatt mal raus. Ah. Okay. Oh. Warum auch nicht? So. Gucken wir mal, was wir uns daraus jetzt basteln können. Das ist Klebstoff, ne? Ein Fläschchen Klebstoff. Ja, super. Eine Schraubzwinge. Okay, was können wir denn damit so kleben? Aha. Schutzhülle und Kleber. Was kleben wir denn? Ach, vielleicht die Schallplatte. Basteln wir uns jetzt eine Schallplatte? Nein. Ja, die Titelseite der Zeitung passt hier prima drauf. Jetzt ziert eine marschierende Kompanie die Hülle. Okay. Basteln uns also eine neue Schallplatte? Das war die neueste Platte von Josephine Baker. Sie ist beim Absturz leider zerbrochen. Diese Schellackscherben sind verdammt spröde und scharfkantig. Ah, okay. Können die ja wieder zusammenbasteln. Dann hört ja mal was Anständiges. Solange die Schallplatte nur aus Scherben besteht, so. Macht es keinen Sinn, sie in die Hülle zu stecken. Okay. Aber grundsätzlich kannst haben wir das vor. Kleben? Ich habe die Ränder der Scherben mit Klebstoff gestrichen. Nun muss ich sie nur noch wieder richtig zusammensetzen. Das machen wir schon. Ich kann die Teile aufnehmen, ja. drehen und irgendwo ablegen. So sollte es mir doch eigentlich gelingen, das Plattenpuzzle zu lösen. Ja, so weit so klar. Okay. Das, okay. Sieht doch schon mal gut aus hier. Okay. Ist das ein Mann in der Mitte? Nee. Nein, das ist eine Frau, die okay. oben ohne da steht. Kennt man doch. Da ist Jared Leto. Film des Tages. Ach ja. Dallas Buyers Club. Sehr guter mit Film. Matthew McConaughey und hat auch einen Jared Oscar Leto. Gekriegt. Ja. Ich glaube, jeder hat einen. Jeder. Jeder, der da mitspielt. Okay. Nein, zumindest Jared Leto meine ja, ich. Die, beste Nebendarsteller. Und der Dings.
Matthew, bester Aufschluss. Echt gut. Ich habe die Scherben wieder zu einer vollständigen Platte zusammengeklebt. Schön, das war ja Wenn die hellen Klebefugen nicht wären, könnte man sie fast für eine brandneue Scheibe halten. Ja, genau. Travestiten. Toplose Travestiten. Doch. Okay. Hey, die Platte könnte ich jetzt glatt als Sammlerstück verkaufen. Okay. Ja. Jetzt packst du die einfach da rein. Jetzt schmuggel ich die einfach da drunter oder so. Wenn ich Glück habe, merkt der Fritz nicht, dass es keine Marschmusik ist. Aber Thomas sollte es merken und dann hoffentlich mal zu mir schauen. Schöne Musik ist das. Was ist denn das für ein Schrott? Die Platte ist ja geklebt. Oh nein, er merkt es. Das ist ja furchtbar. Oh. Ist ja blöd. Mist. Er hat die Klebefugen bemerkt und die Platte nach draußen geworfen. Okay. Dann müssen wir uns was anderes überlegen mit der Platte. Wie können wir die noch irgendwie ein bisschen aufmutzen? Erstmal sammeln wir die wieder ein. Ah, da riecht sie ja. Oh nein. Oh nein, die schöne Platte. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Unsere Mixtape. So ein Mixtape. Okay, aber ich würde sagen, bevor wir das machen, speichern wir. Und sehen uns in der nächsten Folge.